verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Ja, darf ich dich ja mal fragen? Nee. Was kostet die Welt? Die will alle Frankenwalle hier. Ich sag, du sollst doch nicht auf den Frankenwalle hören. Wollte ich doch mal immer. Aber ich krieg einen Anruf. Ja, ich bin's, Eddie. Ich wollte nur mal fragen, how much is a fish? 50 Cent. Kommen wir zu unserem ersten Video. Okay, wir legen los. Wir sehen hier schon im Anschlag zwei Menschen. Warte. Ab, ab, bieb, ab, ab. Drüber. Nein. Oh, was sehen wir hier? Also das ist auf jeden Fall... Brewing ist the Internet presents. Oh, okay. Okay, hier sehen wir ja schon... Darf ich pausieren währenddessen? Ja, ne? Ja, aber nur lass Erik pausieren. Wir sehen ja hier schon... Die, also, wir haben richtige grafische Elemente. Aber ist das hier Comic Sans? Oder, aber fast, oder? Ich weiß nicht, wie die Typen heißen. Der Cousin von Comic Sans in jedem Fall. Guck mal, hier siehst du richtig verschiedene Kameraperspektiven. Ja. Also hier sehen wir einen, da ist noch eine. Okay, kein professionelles Sound-Equipment. Holy Craft. San Francisco Brewery, ja, ja. Harajuku Girl. Harajuku, das gibt's auch, diesen Song von Gwen Stefani. Geht der? Harajuku Girl. I'm gonna be a Harajuku Girl. I'm gonna be a Harajuku Girl. I'm gonna be a Harajuku Girl. Ich. Also, guck erst mal. Oh, der Tisch fliegt. Achtung, halt dich fest. Oh mein Gott, ich bin noch... Wow. Ich hab noch Höhen. Oh mein Gott, Landung! Ich komm hier von näher! Landung! Achtung! Bremse! Bremse! Oh. Ja, das war mir aber ein bisschen zu rasant. Ja, servus. So, gut, also pass auf, ich sag Folgendes. Das sind zwei Cousins, die trinken Bier. Das wird eine Reihe sein, die testen. Das ist so eine Art Colin Gable für Arme. Die testen Bier, hängen in ihrem Pool und saufen immer. Und am Ende geben sie irgendwie eine Wertung ab, wie gut das Bier ist. Wir können ja einfach auch mal weitergucken. Ja. Warte mal, hier. Das heißt... Ich spule mal ein bisschen voll cooler, jetzt sind 10 Minuten. San Francisco Brewery. Oh, ist das lahm. Mein Mike. Das ist jetzt schon so unfassbar langweilig. Ja. Who gives a shit? Aber das. Ja. Ah, ja, gut. Hier haben sie aber schon ein bisschen Schnittarbeit. Okay, komm, lass mal tippen. Ja. Also, ich sag, es ist auf jeden Fall relativ wenig. Also, es ist so, ich würde sagen. Was ist das? Ach, so rum. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht so, hä? Ist das ein Tier und das ein Tier? Bleib mal hier. Du musst. Hey, hör auf, lass. Ich sag, das Video hat. Ich sag, das Video hat 578 Klicks. 578? Ja. Ich sag 46. Komm jetzt. Und? Wie kriegen wir das jetzt raus? 288! Wo siehst du's? Oh, das ist scheiße. Wo siehst du's? Du hast gewonnen. Wo sieht man denn die Zahl? Ich hab das gewonnen. Ja, sag auch mal. Wo sieht man denn? Da, 288. Wer hat gewonnen? Bin ich näher dran? Warte. Bin ich näher tatsächlich? Habt ihr das ausgerechnet? 46, das sind 200. Nee, das kann nicht 42 stimmen. Bei mir. Was hast du gesagt? 500? 400. Jo, dann wollen wir mal ganz schnell weiterschwimmen, bevor wir diese Zahl noch weiter überprüfen, gell? Ah, nee, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Regie. Da hab ich doch gerade gewonnen. Zoom mal bitte ran an den, der gewonnen hat. Ja, gut.
Schade. So, siehst du mal, es ist nämlich, man muss hier manchmal auch. So, nächstes Video! Benutzt die Fischkarte. Ja, aber du kannst du nicht im Nachhinein benutzen. Wieso? Ja, du musst dir doch vorher sagen, dass du die Fischkarte benutzt. Du kannst dir einfach deine Punkte verdoppeln im Nachhinein. Dafür ist doch die Fischkarte, da hast du die Punkte verdoppelt. Ja, aber doch nicht hinterher bist du Frankenwaller oder ja, aber was? Vorher weiß ich ja nicht, ob ich sie verdoppele. Oh, wie kann man nur so wallerig sein? Komm, ihr Regie, sag ihm, du hast jetzt einen. Nee, ja, ich mache jetzt nächstes Video. Nächstes Video. Schrei mich nicht an. Aber du musst zuerst sagen jetzt. Kein deutsches Video. Welcome Didi's Kitchen. Oh, schon wieder so eine. Aber es wertig produziert. Oh Gott, auch nicht. Hi. Kannst du nicht so close auf so eine Pampe ranzoomen? Ja, gut, Cold Opener machen bei mir ist auch immer so. Aber dann so eine ganz schlechte Soundqualität, man versteht ja gar nichts. Man hört ja nichts. Und da ist, was ist das mit also einem alten Nokia gefilmt? Oder was hat die da? Seifenblasen oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob das was zu essen ist, ob die so ein, weißt du, ob die so ein Ziegelstein, nee, so ein Kostüm bastelt, weißt du, die machen auch immer so eine Cosplay-Kostüm, weißt du, was in so einem Flüssigschaum. Ich glaube, da steht ja How to make strawberry ice cream, aber vielleicht ist der Titel auch, so, als ob du diese Sprache hier lesen kannst. Ja, ich kann das lesen, da steht How to make strawberry, hallo, kannst du kein, hä, das ist Swahili oder so, nein, ich lese. Ja, pass auf, ich erkläre dir das jetzt, da oben, das ist, da. How to make strawberry ice cream. Ice cream ist ein sehr langes Wort in der Sprache. Ja. Das kam nämlich erst zu spät, da waren alle kurzen okay. Worte schon weg. Ich benutze die Fischkarte. Fischkarte! Was? Okay. Moment, die so? I wanna know what love is. Okay. Weil die, als ob die Sex. Sag deine Zahl. Was ist die Zahl? Ich sage 18. Oh fuck, du sagst 18. Ich wollte auch runtergehen. Wie nah darf man sein, ohne ein Asi zu sein? Wie nah darf man ran, ohne ein Asi zu sein? Wie nah darf man ran, ohne Nazi zu sein? Darf ich 32 sagen, ohne Nazi zu sein? Mhm. 32. Deshalb habe ich ja nur einen Spielraum von 14. Dann mache ich, was hast du gesagt, 18? Was hast du gesagt? 18. 19. Darf man das? Nein, 32. 32! Ich habe die Fischkarte. Komm, Frank! Jetzt 32! Frank Kettmüller, komm schon jetzt! Ja! Ja! 812? Ja, Mann! Ich wusste, dass das viel Klicks hat. 812. 812. 1-1. Jetzt will ich auch wissen, wie es aussieht. Aber deine Karte ist weg. Wie? Nee, die ist noch hier. Ja, aber die ist verbraucht. Nein. Okay. Die ist ja noch hier. Frankenwaller. So, wir machen jetzt nächstes. Oh, Autos. As always, at Car Barn, you'll never be treated like this. Like horse shit. Hi. Kevin here at Car Barn in Fruita, so Colorado, alte saying thanks for taking the time to look at my 2006 Dodge Ram 2500 quad cab truck. This truck has a clean Carfax report, which shows komm, das ist doch komplette Scheiße, ey. The truck is passed by the awesome 5.9. Das ist doch kompletter Quatsch hier. Wer guckt sich sowas? Sowas gucken sich Leute an, die vielleicht gerade einen Gebrauchtwagen kaufen wollen, aber dann genau den spezifischen, die wissen wollen, ob der noch gut in Schuss ist. Okay. Du hast schon was? Du hast schon was? Okay. Ich hab was. Willst du nicht noch wissen, ob es nicht noch einen Twist oder so gibt? Nee, ich weiß, es ist ein 112. Nee, das sind nicht 112. 112? Nee. Das ist wirklich Quatsch. Was sagst du? Hatte ich das schon mal? Nee. Müssen wir das auflösen oder ihr? 561, das gibt's doch nicht. Du spielst aber einen hier wieder auf Nummer sicher, ey. Ja, servus.
Ja, freilich. Sicherlich, ja. 2-1. Guck mal, wer bin ich? Welcher Streamer bin ich? Deutschland. Nils Bohmhoff. Ah, gut, kann man nichts gegen sagen. 1-1 getroffen. Okay, letzte Chance für dich. 42 ist bei Ausfahrt des ICE Richtung Hannover die Oberleitung abgerissen und auf den Zug gefallen. Die Unfallursache steht noch nicht fest und wird durch die Ermittlungen der Bundespolizei... Moment, was ist passiert? Moment, ich muss... Ach so, ist ein deutsches Film. Deutscher Film. Deutsches. Ich hab das gekriegt. Ich hab nee, was? Nee, was? Wieso kriegst du das? Weil ich gesagt habe, das ist deutsches. Das ist 2 Punkte extra, da kriegt der Sieger. Ich dachte, der sagt, das ist deutsches. Ernsthaft? Jetzt hat er gewonnen? Nein, derjenige, der das gewinnt, kriegt auch die 2 Punkte extra. Sag ich doch. Seit wann das denn? Immer schon. Los. Ich will jetzt noch mal hören, was da passiert ist. Hör mal genau hin, was der genau sagt. Ja, genau. Richtung Hannover, die Oberleitung abgerissen und auf den Zug gefallen. Die Überleitung abgerissen, aber Sie wissen nicht, was die Überleitung abgerissen hat, oder was? Ist auf den Zug gefallen. Unfallursache steht noch nicht fest. Aber das ist doch die Ursache. Nein, die Oberleitung. Wer hat die Oberleitung abgerissen? Wer hat die Oberleitung? Wer hat die Oberleitung? Wer hat die Oberleitung abgerissen? Wer hat die Oberleitung? Wer hat die Oberleitung? Wer hat die Oberleitung abgerissen? Ich sage 41. Oh! 41. 41. Wer soll das denn gucken? Das gucken ja nur die Leute, die sich spezifisch für diesen Zug interessieren. Mehr als 41 passen in so einen Zug überhaupt nicht rein. Das ist eigentlich schon zu hoch. Ich würde an deiner Stelle auf 7 gehen oder so. 6 wäre auch gut. 7-6. Fischkarte! Wenn du jetzt gewinnst, dann kriegst du doppelte Punkt. Verdoppelt sich dann auch die plus 2 von Deutschland? Ich sage... Nein. 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 Ich sage... 87! Ach, 87, ist ja verrückt. Bist du schon mal im Zug mit 87 Leuten gefahren? Was? 1439? 439? Ja? Ja, wenn das so ein wichtiger Zug war, dann finde ich, hast du es auch verdient. Weißt du, wohin der Zug fuhr? Nach Siegen. Habe ich gewonnen? 6-1. 6-1! Stark. Wie beim Tennis, als ich damals mit dir. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Ist jetzt zu Ende, die Show? Du hast uneinholbar verloren. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Verflixte Klicks! Ihr habt noch 4 Minuten, ihr könnt noch weiterspielen. Aber Frank Wall hat keine Zeit. Okay, warte, habe ich noch Zeit, 6 Punkte aufzuholen. Wir haben noch nicht so viele YouTuber. Also ich sag, pass auf, 7. 7! 7. 7. 7. 7. 7 ist verdammt gut, Nils. 7. Ich weiß nicht, wie ich das kontern soll. Ist nicht konterbar. 7. 7. Warte mal ganz kurz. War überhaupt keine Hilfe. Um. 21. Weil ich nur in 7er Schritten denke. Okay. Und nach 7 plus 7 gibt 21. Okay. Gib mir die 7, gib mir die 7, 7, 7, 7, 7, 7. 21. 21, sage ich. Gib mir die 7, gib mir die 7, gib mir die 7. Oh, 23. Easy win. Easy win! Ich habe das Telefon kaputt gemacht. Wow. 4 Jahre hat's überlebt, jetzt ist es kaputt. Ich habe aber ehrlich gesagt, habe ich es nicht kaputt gemacht. Es ist kaputt gegangen, während es in meiner Nähe war. Ich weiß, das sieht vor Gericht nicht gut aus. Aber es ist die Wahrheit, euer Ehren. Weißt du was? Ich schaffe noch ein Video. Habe ich den Punkt schon zu
Ja. Gut, ich habe sie schon gut geschrieben. Das ja, kann doch nicht das Ergebnis das nach der. Doch, das ist das Ergebnis nach der. Wir haben noch ein Video. Komm, ja, ein wie Video. Soll ich das denn schaffen? Gar nicht mehr, aber 6-3 klingt besser als 7-2. Doch, du kannst genau treffen. Ach, das ist Untitled Goose Game. Den kenne ich ja sofort. Boys, we did it. Was findet der da? Irgendein Geheimnis? Eine Paprika? Ist das eine Paprika oder eine Tomate? Vielleicht auch Kürz? Oder. Was macht der da? Der, ja, der darf ey, nicht der klauen. Und der will das fressen. Er hat ja nicht geklaut. Klar, aber er will. Ja, will. Ich will auch klauen. Du kannst ja nicht für das wollen. Was hat er eigentlich für ein Schnurrbart? Die haben alle so einen Schnurrbart. Jetzt hat er so. Jetzt hat er einen Kürbis. Aber verräterisch. Warum quäkt er denn die ganze Zeit? Ist er dumm? Oh, das ist dumm ganz. Vor allem, wie macht er das, obwohl der Schnabel voll ist? Jetzt? Tritt die auf den drauf oder was? Die verrät ihn jetzt. Das kann das sein, die ganz laut? Oh, guck mal, das geht noch richtig lang. Wir gucken mal, was genau passiert hier in diesem Video. Ist immer noch an der gleichen Stelle. Ach so, der muss wahrscheinlich jedes einzelne oder was? Okay, aber damit kennen wir uns ja aus. Das ist so ein klassisches Let's Play-Video. Wahrscheinlich passiert da was richtig Besonderes, Platin-Trophäe. Mhm. Kleinerer Streamer, man hört keinen Kommentar, also niemand, der da noch redet, man sieht nichts. Es ist einfach nur das Spiel, das kommt meistens nicht so gut an. Mhm. Ich sage, ah nee, du bist dran. Du bist dran. Ich bin dran. Ich sage, zu viel? Meinst du, es ist zu viel? Sag mal ehrlich, ist es zu viel? 160 ist ein guter. Ist es zu viel? Das ist ein guter, aber der Titel ist gut, aber der Titel ist gut, aber er sagt nicht, worum es geht. Er sagt nur Boys, we did it. Er sagt aber nicht, was we did it. Und das ist entscheidend. Du musst in den Titel. Das ist ein guter Titel, aber nur wenn da steht Boys, we did it, Impossible Goose Game Challenge. Das ist das Problem, dass der Name nicht drin steht. Ja, das ist das Problem. Und was hast du gesagt? Aber Boys, we did it kannst du ja dann auch ja, eingeben, wenn du irgendwas anderes suchst. Kann ja ganz oft gesucht werden. Das kann es sein, ja. Ich habe 160 gesagt. Ich habe es repariert. Ach, könnt ihr nicht sehen, weil es grün ist. 412! 412. 412! Das finde ich übertrieben. 412 finde ich übertrieben. Ja! Was passiert, wenn man das hier direkt über die Kamera macht? Ich glaube, das war's jetzt. Hallo, ich bin's, der Frankenballer. Ich wollte sagen, wir verabschieden uns und gehen zurück ins Studio. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks.